Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, eigentlich wollten wir ja in Klüsserath einen Zwischenstopp machen und eine Übernachtung einlegen, aber dann ist doch mehr draus geworden. Meistens kommt es anders und selten als man denkt, denn wir haben dann erfahren, dass da ein Grillfest ist an dem Wochenende, zudem noch Freunde von uns da sind. Und da hatten wir das Glück, die standen direkt neben uns. Wir hatten dann am nächsten Tag einen Uferplatz. Wir standen ja mittendrin, weil genau. Wir nur übernachten wollten halt eben. Ja, und dann war der Wolfgang Horsch noch mit seiner Frau Ute da. Und wir hatten wirklich ein geiles Wochenende. Ja, aber neben uns stand dann noch ein Nachbar, der dann gleich daraufhin wegfuhr, weil er halt nur eine Nacht blieb. Und der hat natürlich ein schlechtes Erlebnis gehabt und einen Riesenschaden an seinem Wohnmobil. Ja. Und wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran. Ja, wir sind gestern losgefahren und wollten eigentlich mal noch mal an die Mosel auf einen Stellplatz, wo wir noch nicht waren. Und da haben wir hier mal kurz in Klüsserath Zwischenstation gemacht, weil wir schon ein bisschen spät weggefahren sind. Ja, wir wollten es eigentlich nur als Übernachtungsstation nutzen gestern. Und was sollen wir sagen? Ja, da haben wir jetzt gehört, hier ist ein Grillfest am Samstag. Ja, und da kommen noch ganz, ganz liebe Bekannte von uns. Also Samstag wollten eigentlich die Katrin und der Freddy auch da sein. Genau. Und hier nebendran steht noch der Horsch. Der Wolfgang Horsch. Die gehen heute Abend noch essen. Mit denen gehen wir heute noch essen. Genau. Und dann, da haben wir uns natürlich auch entschlossen, da mitzugehen. Es ist hier schon schön was los, muss ich sagen, bei herrlichem Wetter. Und wir haben beschlossen, da wir jetzt hier bleiben, ziehen wir um. Da hinten ist noch ein Uferplatz frei. Genau, ja, ein schattiges Plätzchen. Und da machen wir uns einfach ein ganz relaxtes Wochenende. Uns läuft ja die Zeit nicht weg. Wir können ja eigentlich fahren, wann wir wollen. Ne? Wir sind ja da nicht zeitabhängig oder ferienabhängig oder irgendwas. Und wir können auch einen Montag noch dranhängen, wenn wir wollen. Also wir können jederzeit am Sonntag auch noch weiterfahren. Ja, das entscheiden das wir dann kurzfristig. Offen, ne? Aber jetzt möchte ich das hier genießen. Genau. Und ich weiß genau, dass wir noch viele andere treffen, wenn da das Fest heute ist, morgen ist. Gut, und mein es ist Schatz. Einfach schön hier. Und wenn wir jetzt nicht aufhören zu sprechen, ist unser Plätzchen vielleicht belegt. Weißt ne? du, von wem der Kleine das hat? Nee, von dir. Von mir. Von seiner und Oma. Und viele andere Sachen. Ja, alles klar. So, jetzt sind wir umgezogen, haben hier noch ein Plätzchen bekommen, sogar noch in der Nähe vom Baum und der noch einen schönen Schatten wirft hier. Und da haben wir sowohl Sonne als auch Schatten. Kann nichts mehr schief gehen. Und noch Schiffskino. Ja. Genau. Und jetzt freuen wir uns, für heute Abend essen zu gehen und für morgen hier ein bisschen zu feiern. Ja. Und warum soll man sich immer Stress machen, gell? Ja, warum fahren soll man sich Stress machen? Fahren wir nächstes Wochenende weiter weg. Wir haben ja alle Optionen offen. Aber ist auch in der Nähe happy. Schön, ne? Guck mal, was ich gefunden habe. Ach, guck mal da. Ja, da sind die beiden Fledermäuse, ne? Und die waren immer an der Lampe im Schlafbereich. Die haben Magnete hinten in unserem alten Journey. Genau. Und ja, die kommen jetzt natürlich nochmal in den neuen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warst du schwarz und ich grau oder was umgekehrt? Ich denke, ich war schwarz. Ja, okay, machen wir die Markiere Das schwarze Schaf, raus. Ne? Ja. Das schwarze Schaf. Bei uns gibt es keine schwarzen Schafe. Nee, es gibt klar. genug andere, aber nicht bei uns. Gut. Ja, jetzt machen wir es uns richtig gemütlich. Ja, jetzt bauen wir mal auf, Markise raus, Stühle raus. Genau. Und dann ist Relaxen angesagt. Lampions raus. Ja, die habe ich leider nicht dabei. Nee. Aber dafür haben wir eine LED-Lichtschiene. Oh, die kann man ja dimmen. Das ist ja super. Das ist ja schön. Ja, okay. Herrlich. Ja, ich freue mich. Ich auch. Ja, da hat man hier noch ein kleines Erlebnis auf dem Platz. Und zwar hat einer sein Wohnmobil abgegeben zwecks Keramikversiegelung. Ja. Und wie das nachher ausgesehen hat, das zeigen wir euch mal. Schlimm, und da ist ein Riesenschaden entstanden, über 80.000 Euro. Und da berichten wir auch noch kurz drüber. Ja, er musste leider direkt weiter, sonst hätten wir uns ein bisschen... Sonst hätten wir uns ein bisschen länger mit den Leuten unterhalten können. Aber wir fanden das schon krass. Ne? Ja, also Wahnsinn. Siehst du, ne? Das war noch ein gutes Stück schlimmer als bei uns. Genau. Ja, neben uns hat ein Wohnmobil gestanden. Die hatten wirklich Pech. Und zwar wollten die eine Keramikversiegelung machen lassen an ihrem Fahrzeug. Und in der Werkstatt ist dann ein unglaubliches Malheur passiert. Ja.
Und zwar hatte er noch darum gebeten, die Folie abzumachen am Fahrzeug, weil die war schon ein bisschen verwittert. Und da sind die dann mit einem Heißluftföhn dran gegangen, so zwischen 600 und 1000 Grad. Und dabei hat sich dann die Aluminium-Außenhaut gelöst von dem Styrodur innen drin. Das ist ja so eine Sandwich-Bauweise. Und jetzt ist im gesamten Fahrzeug, links und rechts, sind überall riesige Dellen drin. Also der Schaden wurde schon ermittelt um die 80.000 Euro, unvorstellbar, weil die zwei Seitenteile, die müssen komplett neu ersetzt werden. Und leider hat man nicht mehr die Möglichkeit, den Mann zu interviewen, weil er war schon wirklich im Fahrzeug drin. Ja. Aber ich habe trotzdem noch schnell Wir mal... Wir durften noch filmen. Genau, ne? Ich habe trotzdem und, mal die Außenhaut noch gefilmt. Ne? Ja, auf dem Video kommt es natürlich nicht so rüber, wie das in echt ausgesehen hat. Und ich sage noch zu Mike, also wir beide sind da wirklich noch irgendwo mit einem blauen Auge davongekommen, denn es gibt ja viel, viel schlimmere Dinge, was da so passiert. Ne? Genau. Aber das war wirklich schlimm und den Leuten hat man angesehen, die waren wirklich todunglücklich. Das hat mich auch den ganzen Abend noch beschäftigt. Ne? Ja, ich habe auch mal mit dem Horst Wolfgang noch darüber gesprochen. Da gibt es eine Lösung, also so eine Art Hobel. Selbst wenn man die ansetzt, da entwickelt sich natürlich auch bei diesem Abrieb Wärme. Und dort muss man auch den Arbeitsgang unterbrechen. Aber mit dem Heißluftföhn dort dran zu gehen, das ist tödlich. Ne? Unglaublich. Ja. Ja, unsere Fachkräfte, Schatz. Ja, nachdem wir uns entschlossen haben zu bleiben, sind wir natürlich umgezogen Richtung Ufer. Ne? Ja. Und da ist auch gleich der Peter gekommen. Und den haben wir mal gut begrüßt, weil ist halt auch einer, der gerne unseren Kanal schaut. Ja, und der hat einen ganz tollen Concorde. Ja, ein tolles Auto und wir haben uns auch da sehr, sehr gut unterhalten. Ja, und gerade in diesem Rahmen möchte ich wirklich alle ganz, ganz lieb grüßen, die uns an dem Wochenende besucht haben, mit denen wir schön reden konnten, mit denen wir auch feiern konnten am Grillfest. Ja. Ja, und bei der Gelegenheit hat man natürlich dann auch nebendran den Platz reserviert, ne, weil der S-Katrin, ich sage mal S-Katrin und der Freddy, die haben sich angesagt und ja, da haben wir den Platz so nebendran noch. Summa summarum, so eine Stunde hat sich reserviert. Genau. Da waren die da. In der Zwischenzeit hatten wir Langeweile. Und da sind wir Fahrrad gefahren. Aber ich muss noch dazu sagen, wir wollten ja eigentlich, hatten wir ein ganz anderes Ziel. Aber wenn wir die Option haben, ein Wochenende mit lieben Menschen und Freunden zu verbringen, dann entscheiden wir uns immer dafür und wir haben es nicht bereut. Es war einfach ein geiles Wochenende. Ja, wirklich. Also das andere läuft nicht weg. Vielleicht dieses. Ach, vielleicht. Das ist doch egal. Irgendwann halt. Ne? Wir sind ja frei. Wir sind vogelfrei. Wir können machen, was wir wollen. Ne, Schatz? Genau. Ja. Ja. Da haben wir genau die richtige Entscheidung getroffen, hier zu bleiben in Klüsserath. Das Wetter ist tadellos. Wir haben jeden Tag ein Programm und es ist auch viel Essen dabei. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Er hatte jetzt, ich habe ihm Tomatensalat gemacht. Ja. Er hat Liona und Fleischkäse und Wäckchen und Eier und alles, was dazugehört, halt eben so ein bisschen Fingerfood-Krams, weil wir ja heute Abend essen gehen mit Wolfgang Horsch und seiner Frau. Ja, und als Nachtisch gab es dann noch eine leckere... Ja, da habe ich eine Käsesahnetorte noch gemacht. Also morgen kriegen wir ja zum Glück, kommen sehr, sehr liebe Bekannte von uns. Und da hoffe ich, dass er sie nicht alleine futtert. Da hat er wenigstens Hilfe. Ja, die packe ich auch nicht ganz. Ne? Die ist ja doch ziemlich groß. Das ist eine richtige Schweinerei, wenn du die alleine essen würdest. Ja, aber hier ist einfach wie immer herrlich und genau die richtige Entscheidung getroffen. Genau, ne? Jetzt legen wir es noch ein bisschen in die Sonne. Ne? Ja, das tun wir. So, wir hatten gerade noch schönen Besuch. Die sehen wir heute Abend auf dem Grillfest. Ich hoffe, dass das Wetter stabil bleibt. Heute ist ein bisschen bewölkt und ist vielleicht auch ganz angenehm. Da ist nicht gerade so heiß. Und wir haben jetzt vor, eine kleine Tour zu machen nach Neumarkt-Drohn mit dem Fahrrad. Ja, und wir hoffen, der Mike sagte gerade schon, der sagte gerade eben,
Sie sagte gerade, es ist erst ab 20 Uhr oder soll es ein bisschen vielleicht regnen, ne? Ja. Aber das ist egal, den Tag hier, den nutzen wir so gut wie es geht. Und ehrlich, ich bin froh, dass es heute nicht so heiß ist wie gestern. Das war zeitweise war das ziemlich heavy. Ja, genau. Man muss immer viel schwitzen, ne? Ja, und jetzt habe ich ihn dazu verhaftet, mit mir Fahrrad fahren zu gehen. Ja, ich freue mich. Er freut sich, merkt das? Yippie. Ja, und Neumagen-Drohnen ist immer schön. Vielleicht können wir uns da ein Bootchen ausleihen, ein bisschen schippen. Ach, mal gucken erst mal, ne? Mal fahren erst mal hin. Ja. Ja, gut, auf die Bäckerei kannst du dich auch nicht freuen, denn wir haben ja noch Käsesahnetorte, die ich da gebacken habe im Kühlschrank. Ja, heute Morgen war ja auch der Bäcker schon hier, ne? Und ja, das ist ein guter Service hier eigentlich. Ja, ne, er ist auch früh aufgestanden, stand, was ist denn jetzt los? Stehst du schon auf? Der Bäcker kommt gleich. Ja, klar. Ja, und dann freuen wir uns, heute Mittag kommt noch Katrin und Freddy und die anderen beiden von eben und dann bestimmt noch eine Menge anderer Bekannte und dann so machen wir uns einen schönen Tag. Genau so, machen wir uns einen schönen Tag. Ja. Okay, let's go. Let's go. Zu der Fahrradtour? Ja, zu der Fahrradtour, die ging dann von Klüsserath bis Neumagen-Drohn. Ja. Dort sind wir noch am Stellplatz Drittenheim vorbeigekommen und noch am Stellplatz Neumagen-Drohn. Ja. Und dann sind wir wieder gemütlich nach Hause gefahren. Genau, vor da haben wir euch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Neumagen-Drohn standen wir auch schon sehr, sehr oft. Ja. Also da muss man wirklich ein riesiges Glück haben, wenn man da einen Uferplatz ergattert. Wir hatten es einmal. Genau, das sind leider nur wenige. Ne? Der Platz war voll. Ja, wie immer. Ja, und wir sind durch wunderbare Landschaft gefahren, Weinberg, Straße, aber egal, man sieht die kleinen Örtchen, es ist immer wieder ein Träumchen, und aber wir zeigen es euch. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves so we can. Jetzt sind wir schon in Drittenheim angekommen, also gegenüber sieht man schön den Stellplatz. Wir stehen jetzt gerade hier vor dem alten Bahnhof und dieses Gleisbett haben sie ja benutzt für den schönen Fahrradweg hier, ne? Echt toll. Und über uns kann man hochgehen zum Römersteig. Zum Sarkophag. Ja, der geht bis Peaceport und auch schön zu gehen. Also dieser Weg hier oben zum Römersteig, das war immer unsere allabendliche Runde, wenn wir da hinten in Drittenheim auf dem Platz stehen. Alles eine Geschmackssache, aber uns gefällt dieser Platz unheimlich gut. Schade nur, dass er so teuer geworden ist. Ja, ne? Das war einer unserer ersten Plätze, wo wir immer angefahren sind. Ne? Ja. Das hat uns schon fasziniert, oben von der Zummithöhe runterzufahren nach Drittenheim. Also tolle... Ja. Toller Ausblick. Ganz, ne? Ganz was Besonderes. Ja. Okay. Und man isst vor allen Dingen sehr gut in Drittenheim. Ja, das auch. Ne? Da fahren wir manchmal sogar von zu Hause. Darf extra man ja schon fast hierher, nicht sagen, ja. Extra hierher zum Essen gehen. Also Tipp von uns, Seminarheim heißt das, denke ich. Denkst du? Ich schreibe es aber nochmal drunter. Ich schreibe es nochmal drunter. Ja. Ich gucke nach. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, ja. Also aber, sehr lecker, lecker und essen. Ganztägig geöffnet, außer sonntags bis 2 Uhr. Ja, und ein tolles Ambiente. Genau. Okay, fahren wir weiter, Schatz. Jetzt mein Knie spielt mit, aber weißt du, was wunderbar. Mir wehtut? Ja, nee, was denn? Der Bob ist. Ja. Gut, komm. Dann weiter nach Neumagen-Drohn. Whatever you feel like doing first, I said well. I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. So, jetzt sind wir gerade in Neumagen-Drohn angekommen. Der Wind geht hier unglaublich. Ja. Wir haben Temperaturen von 27 Grad Fahrtwind. Ein Föhn haben wir. Ein Föhn. Und wir stehen hier am Hafen. Und das Schiff scheint jetzt Richtung Bernkastel-Kues abzuschippern hier, ne? Genau, also hier würde ich sehr, sehr gerne jetzt mal mitfahren. Aber da geht so viel Zeit verloren, ne? Ja. Ja, aber wir sind ja schon sehr oft hier mit dem Schiff gefahren. Wir waren auch schon sehr oft in Neumagen-Drohn auf dem Platz. Den werden wir euch kurz zeigen. Wir fahren mal kurz drüber. Die älteste Weinstadt in Deutschland? Ja. Ja. Um die Vorweihnachtszeit oder um die Winterzeit ist da immer wunderschön, ne? Genau. Da wird auch unwahrscheinlich schön geschmückt und beleuchtet alles. Nur in die Kirche, oh,
schmecke nicht die Haare. In die Kirche haben wir es noch nie geschafft, ne? Nee, haben wir es nicht, weil die immer zu ist. Ja, ist schade. Immer abgesperrt. Schade. Ja. Wie also, heißt das Schiff da? Magnifique. Kannst du doch merken, oder? Ja, kann man sich gut merken, ne? Gut. Hinter uns ist die Marina. Ja. Von Neuenmagen Thron und? Ja, und es ist immer wieder schön, hier den Hafen sich mal anzuschauen. Ne? Ja. Und das Gute an dem Wohnmobilstellplatz hier ist natürlich, dass er direkt am Hafen ist. Leider sind aber die Uferplätze hier rar gesät. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ne? Städtchen ist immer eine Reise wert. Aber ein Uferplatz, doch, wir hatten einmal einen Uferplatz. Da war die Saison aber schon zu Ende an dem Tag, fast. Ah, da kann ich mich noch genau daran erinnern. Da gab es Frankfurter Kranz. Oh. Und es war schlechtes Wetter an dem Tag. Ja, ne? Genau. Deshalb, da hatten wir gute Karten. Wir haben es uns trotzdem gemütlich gemacht. Aber wie gefällt denn dir das Schiffchen dahinter uns? Sehr, sehr schön, ne? Ja, wenn ich mir das aussuchen dürfte, würde ich so ein nostalgisches jedem Modernen wahrscheinlich bevorzugen. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Das hat eine richtige Schiffsform, ne? Ja. Toll. Da würden wir es uns richtig schön gemütlich drin machen, ne? Ja. Wärst du eigentlich seekrank? Ja. Ja. Werde ich. Woran weißt du? Hast du das gemerkt? Ja. bei einer längeren Fährenfahrt zum Beispiel. Nee, beim Surfen hat er das gemerkt. Oder beim Surfen damals, ja. Ne? Ja, ich bin nicht so für Karussell und Dinge, bin ich nicht geeignet, ne? Nee. Ich drehe mich nicht gerne im Kreis. Nee, drehst dich nicht gerne im Kreis, das stimmt. Das bringt auch nicht viel, ne? Nee, genau. Ja, die haben hier natürlich ein wunderschönes Sanitärgebäude, ne? Ja. Da ist alles drin und alles dran und das ist ganz, ganz toll gemacht. In Neumagen-Thron kann man auch gut essen gehen, ne? Ja, ganz. Also vor 2-3 Jahren, also zu Corona-Zeiten, hatten wir hier mal den Platz vorgestellt. Ja. Und das Video kann ich gerne mal verlinken. Da war er natürlich ganz leer. Leer, ja. Aber trotzdem, das machen wir mal, ja. Ne? Ja. Gut. Aber in Sachen Boot ist bei uns das letzte Wort noch nicht gesprochen, gell, Schatz? Nee, ist es nicht. Wir hatten mal so ein kleines, da brauchte man keinen Führerschein, aber den Führerschein wollten wir im Winter in Angriff nehmen. Ne? Genau. Hier in der Nähe liegt auch noch am Hafen extra dieses Römerschiff. Das ist original nachgebaut worden. Ne? Allerdings hat es jetzt einen Motor drin. Da sitzt keiner mehr in den Rudern und legt sich in die Riemen. Nee. Wir schauen mal, ob wir das jetzt noch sehen oder ob es unterwegs ist. Ne? Ja, da schauen wir mal noch nach. Schön, ich könnte gerade hier bleiben. Aber wir kriegen ja Besuch, die Katrin und der Freddy kommen. Müssen wir uns so langsam auf den Rückweg machen, genau. Der sehr, sehr schön ist. Ne? Und diese Aufnahme ist nur speziell für unser Enkelchen gemacht. Ne? Warum zeigst du das? Ja, er liebt Feuerwehr. Ne? Ja, und Bagger. Ja. Ja. Also wenn ich so einen Schlauch wäre, würde ich schon noch sagen Wassermarsch. Ne? Ja, und das sagt er immer, Wassermarsch. Genau. Und letzte Woche war Feuerwehrfest und da durfte er sich so richtig austoben, Wassermarsch. Und das Schönste ist, das Feuerwehrauto heißt? Florian. Und bei diesem Anlass, zu diesem Anlass, denkt an unser Campertreffen vom, die Sonne. Vom 20.09. bis zum 22.09. Auf dem Campingplatz Happy Life in Burgen beim Florian. Genau, und Anmeldeschluss 30.08. Genau, wir 24. freuen uns auf euch. Jetzt sind wir hier noch an einer Anlegestelle, da musste ich jetzt noch einmal runterlaufen. Es ist einfach immer noch mein Erlebnis hier. Ja. An der Mosel zu stehen, wunderbar. Ja, die Mosel ist einfach schön, ne? Ja, genau. So, jetzt haben wir es nicht mehr weit, ne? Und ich freue mich jetzt auch schon mal auf eine Tasse Kaffee. Ja, also was wir jetzt haben, wir sind ja heute Morgen weggefahren. Ich habe Strumpfhose an und lange Arme. Ja. Denn da war es frisch und es hat auch wirklich nach Regen ausgesehen. Aber jetzt bin ich wirklich froh, wenn wir zurückkommen und ich kann mich ausziehen. Wow. Okay, dann gehen wir aber wieder zurück. Da kann man sich auch wieder ein bisschen sonnen, denn es ist wirklich heiß.
Und ich denke, wenn wir jetzt da sind, dass dann auch die Katrin und der Freddy schon da sind, ne? Ja, mal gucken, ob sie den Platz neben uns gewählt haben, ne? Ja. Weil der ist doch schattig und da ist noch ein Baum, steht da noch im Weg. Im Weg. Aber trotzdem schön, ne? Ja, ist gut. Ein Träumchen. Dann schwingen wir uns nochmal auf die Drahtesel. Ach, am liebsten würde ich ja im Stehen fahren. Ich kann mich bei nicht mehr da draufsetzen, denn boah, mir tut schon ganz gewaltig der Po weh, Schatz. Gibt es da nicht so irgendwie so ein Kisschen oder so irgendwas? Müssen wir mal gucken, ne, ob es sowas gibt. Siehst du, so viel zugenommen kann ich gar nicht haben. Ich habe doch ziemlich viel Knochen noch da hinten. Ja, genau. Ne? Okay, let's go. Ja, positiv reden kann man es auch. Ne? Ja. Of the day, you can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. Dann möchte ich ganz, ganz lieb Tanja und Rainer grüßen. Tanja und Rainer on Tour, denn die sind auch sehr, sehr gerne auf diesem schönen Platz in Neumagen-Thron, genau. Genauso wie in Klüsserath. Ja, ja, auch von mir viele Grüße. Ne? Und ja, nachdem wir dann wieder nach Hause gekommen sind, dann ging es gleich weiter. Dann sind wir mit dem Wolfgang und seiner Frau sind wir noch essen gefahren. Genau. Ja, der hat uns freundlicherweise mitgeholt in seinem Mercedes-Bus, ja. Und ich habe noch einen Stellplatz hinten bekommen. Da hatten wir eine Abenteuerfahrt. Ich dachte, du wärst auf dem Strafbänkchen gewesen. Ja, auf jeden Fall war auf dem Werkzeugkasten. Ne? Ja. Das war unheimlich abenteuerlich und wir haben viel gelacht an dem Abend. Das sind zwei ganz, ganz Liebe. Und wenn du dich ja dafür entscheiden könntest, dass du dieses Wochenende mit mir wieder in Klüsserath verbringst, denn da ist Weinfest morgen. Ja, da bin ich direkt dabei. Da sind die nämlich wieder alle. Und ja, ich glaube, das würde mir besser gefallen, wie so einsam und allein irgendwohin, oder? Das würde mir auch besser gefallen. Können wir ja immer noch samstags. Weil wir sind ja schließlich keine Eremiten, ne? Nee, das sind wir ganz bestimmt nicht. Ja. Ja. Jetzt gehen wir noch Mehring ins Restaurant. Da sind wir eingeladen. Wolfgang steht schon da. Und wie ist nochmal dein Name? Peter. Der Peter ist jetzt noch vorbeigekommen und wir haben uns ganz kurz noch unterhalten über die Misere von unserem Knaus. Ja. Und ja, was will man machen? Jetzt sind ja nur noch Kleinigkeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es kann überall passieren. Es kann überall passieren, bei ne? Allen Autos gleich, bei meinem Detlefs war auch so eine Kacke. Ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen, ne? Das ist uns immer ein Trost, sowas zu hören. Ja. Genau. Ja, das ist immer so schön. Alle Marken haben ihre Probleme. Genau so ist es. Genau. Gut, Peter, jetzt ruft der Horsch, jetzt müssen wir flitzen. Ne? Alles Gute, mach's gut. Vielen Dank. Ne? Aber wir sehen uns. Ja, danke schön. Uns auch. Ne? Ja, ich bin noch hier ein paar Tage. Ja, wir sind auch noch zwei Tage da. Bis Montag. Genau. Okay. Tschüss. Ciao. Danke. Ja, heute tun wir mal ein neues Restaurant erkunden in Mehring. Der Wolfgang hat einen Termin gemacht und da haben wir uns dran gehangen. Und da sind wir mal gespannt, wie es dort hinten schmeckt. Da werden wir natürlich später davon berichten. Und er hat uns angeboten, hier mit ihm mitzufahren. Nur vorne im Fahrerhaus sind drei Sitze, sieht man ja. Und ich stehe hier hinten im Frachtraum und halte mich gut fest, dass nichts passiert. So, jetzt kommen wir gerade vom Essen. Ich bin kräftig durchgeschüttelt worden hier auf dem Heimweg. Der Wolfgang ist querfeld eingefahren auf den Platz hier. Und das Essen war natürlich super, ne? Hat gut geschmeckt. Ja, das Essen war wirklich ganz, ganz klasse. Wir haben ganz gemütlich draus gesessen. Ne? Ja. Und ja, die Heimfahrt, die war sehr, sehr spektakulär. Denn Wolfgang, seine Frau und ich, wir saßen vorne. Klar. Und der Mike, der war hinten. Ich war hinten, ne? Ja, beim Ladegut. Und da aber, hat der Wolfgang gemeint. Ja, was hat er gemeint? Jetzt fahren wir mal da hinten die Abkürzung durch die Wiese. Und das ging so, das Auto stand so hinten, hat man nichts mehr gehört. Der wollte mich mal gut durchschütteln, ne? Aber ist kein Problem, da sind ja überall Griffe und Halter dran. Also ich habe einen festen Stand gehabt, ne? Da hast du überlebt. Ich hatte nichts umgehauen, genau. Samstags war dann Grillen angesagt und wir hatten schon auf das Wetter-App geschaut und mit Bangen auf die Uhr geschaut, weil so gegen 8, 9 hätte es sollen dann anfangen zu regnen und
Seht ja. selber, ne? Also man muss wirklich sagen, den ganzen Tag über und mittags, es war richtig, richtig heiß. Richtig Bullenhitze, also wir sind ne? nur in Badesachen rumgelaufen, das genau. hätte man nicht ausgehalten. Ne? Aber mit dem Grillfest kam... Ja, kam... Am Tag, als der Regen kam. Und der Schwenker. Und der Schwenker, ja. Ja, aber wir haben gerade noch unseren Schwenker bekommen und da sind wir mit Katrin und Freddy bei uns unter die Markise. Ja, und haben uns dort dann das Ganze gut schmecken lassen. Genau. Aber irgendwann hat es dann nochmal aufgehört zu regnen und das Fest ging weiter. Das Fest ging weiter. Ein bisschen hat es getröpfelt und da hat dann der Mike mit dem Wolfgang Horsch, der hat dann Bänke und Tische genommen und einen großen Baum gestellt, denn wir sind ja alle nicht aus Zucker und wir tanzen ja auch im Regen. Genau. Ne? Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß und wir waren tatsächlich die Letzten, die gegangen sind. So ist es. Ja, und das ist das sogenannte Grillfest von Klüsserath. Es ist mir noch mal ins Wasser gefallen. Ihr seht ja, wir sind ganz nass, sind jetzt schnell noch oder waren jetzt gerade dabei, unseren Schwenker hier zu kaufen und da ging es auch schon los. Also der Martin hat hier schon noch mal Pech gehabt. Ich hoffe ja, dass es nicht so lange anhält. Aber trotzdem, es schmeckt gut. Und die guten Augen lassen wir uns trotzdem nicht verderben. Schönen Abend. Den ersten Schauer, den haben wir jetzt überstanden und jetzt warten wir auf den zweiten, ne? Jeder holt ein Glas oder Flasche, das ist ja leer. Ja, sonntags the day after. ist natürlich wieder der Hunger gekommen und dann sind wir mal um 12 Uhr nach Klüsserath gefahren. Da gibt es auch ein schönes Restaurant. Auf Empfehlung vom Wolfgang hin, genau. Ne? Von der Ute, ja. Ja, da kann man sowohl im Restaurant als auch auf der Terrasse die Mahlzeiten zu sich nehmen. Ne? Und ja, hat alles super geschmeckt. Ja, das war ein super Schnitzel, das wir da gegessen haben. Genau. Aber sich selbst. Ja. Ja, aber nur zu empfehlen, wenn ihr mal in Klüsserath seid, unbezahlte Werbung. So, wir gehen jetzt noch kurz was nach Klüsserath essen, ein neues Restaurant erforschen und beim Lex mal schauen, wie es da schmeckt. Da soll es noch eine Terrasse geben, schauen wir mal. So, jetzt sind wir gerade angekommen. Da haben wir jetzt die Wahl, wie ich eben schon gesagt habe, zwischen Außenterrasse und Restaurant. Das schauen wir uns jetzt mal an. Den besten Platz wählen wir uns natürlich aus. Wir müssen gestehen. Wir bleiben noch. Ist so schön. Wir fahren noch nicht nach Hause. Sie haben mir gestern eigentlich heute Regen gemeldet, aber das bleibt so, wie es ist. Wunderbar. Ist mir nicht so heiß, aber trotzdem warm. Ne? Also die Reihen haben sich hier schon sehr, sehr gelichtet. Ne? Ja, ist klar. Richtig morgen ruhig jetzt. Geht es wieder los. Ne? Ja, aber Freunde von uns, die Katrin und der Freddy, die stehen direkt neben uns. Die bleiben auch noch. Ja, wir haben ein wunderbares Schiffskino. Und? Herrliche Ruhe. Der Mike. Ach, eben war man noch was essen gewesen und auf der Rückfahrt haben wir noch so einen Honighändler entdeckt hier in Klüsserath und da sind wir nicht dran vorbeigekommen. Ja, wir sind jetzt schon so viele Jahre, wo wir immer wieder und immer sind wir da hinten an dieser Weinstube vorbeigefahren und eigentlich wollten wir, gestern waren wir mit den Rädern in Neumagen-Truhen, heute wollten wir nach Drittenheim Essen fahren mit den Fahrrädern. Da sagte der Wolfgang Mann hier in Klüsserath, esst doch in der Weinstube so gut, haben wir es ausprobiert. Ja, einwandfrei. Ne? Ja, ja. So dass der Maikenteller nicht leer gemacht hat. Und das will was heißen. Das war mal zu viel, ne? Ja. Und jetzt machen wir uns noch einen ganz gemütlichen Tag, einen gemütlichen Abend, eine gemütliche Nacht. Und hier kriegen wir Besuch. Hallo. Kannst gerade mit dem Fahrrad durchfahren. Da sehen wir dich gerade. Ja. Ja. Ganz.
Hi. 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 Okay. Die wollen ja. Nicht stören. Nee, du störst nicht. Ja. Ne? Gut. Okay. Ja, am späten Nachmittag hatten wir dann noch eine Radtour gemacht von Klüsserath nach Mering bis zum alten Bahnhof. Und dazwischen liegt ja diese schöne Schleuse, Dezem. Ja. Und da haben wir noch Glück gehabt, am Anfang nicht, aber auf der Heimfahrt, dass da noch ein Schiff durchgeschleust wurde. Ja, das heißt, der Freddy hat den Schleuser noch angerufen, ne? Ja, nennt genau. man das so? Ja, das nennt man so. Ja, und da haben wir tatsächlich Glück, da kamen zwei, aber das eine, das haben wir tatsächlich ganz beobachtet und das war ein richtiges Erlebnis, ne? Genau, das ist immer wieder schön zu sehen, wie genau der Captain da das Schiff manövriert, dass er nicht irgendwo aneckt. Ne? Ja, gut, dann sind wir mit den Rädern wieder zurückgefahren und haben wieder gemütlich bis spät abends noch getagt. Ne? Noch getagt. Und das ist das, was mir alles so gut gefällt. Genau. Ach, bitte, bitte, fahr mit mir ein Klüsserath dieses Wochenende. Ich liebe es. Ja, ich auch. Ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Langeweile gehabt und haben mal gesagt, okay, das schöne Wetter nutzen wir noch heute Abend und machen noch eine kleine Tour. Von Klüsserath vielleicht bis nach Mering. Und jetzt stehen wir hier gerade in Ditzen an der Schleuse. Und der Freddy hat mal telefoniert mit dem Schleusenwächter hier. Und er meint, in einer Stunde ungefähr kommt da noch mal ein Schiff. Aber das dauert uns jetzt zu lange. Jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen weiter. Ne? Ja, jetzt haben wir wirklich noch Glück gehabt auf dem Rückweg. Sind wir hier noch an die Schleusern und Dezem vorbeigekommen und da kommt doch tatsächlich ein Schiffchen an hier. Ja, heute Morgen haben wir noch eine kleine Fahrradtour gemacht von Klüsserath an durch Salmtal. Und jetzt stehen wir hier kurz vor einer Brücke über die Salm und stehen noch vor einer Gedenktafel zur Schlacht bei Klausen. Ne? Und das haben wir mal gelesen, die Franzosen, da ist es schwer rund gegangen hier, 200 Tote, schlimme Sache. Aber so ist das halt, ne? Gut, damit belasten wir uns heute allerdings nicht. Wir genießen jetzt diesen schönen Tag. Es ist heiß draußen. Genau. Und wir sind tatsächlich jetzt irgendwo im Salmtal, wo wir noch nie waren. Nee, jetzt sind wir ein bisschen weiter gefahren. Und es ist also sehr schön hier. Und wir haben eine Premiere, denn wir sind das erste Mal im Salmtal mit den Rädern. Sonst haben wir es immer zu Fuß erkundschaftet. Aber diese Tour, die wir normalerweise laufen, die ist nicht fahrradgeeignet. Nee, die kann man nur zu Fuß gehen und hier kann man auch noch ein bisschen weiterfahren jetzt mit den Rädern, ne? Ja, das tun wir. Ja. Wir haben Montag und haben immer noch keine Lust nach Hause zu fahren. Was tun wir? Tja, ich glaube, wir haben Dienstag und haben immer noch keine Lust nach Hause zu fahren. Aber irgendwann kommt sie. Bei uns schlägt es ganz schnell um. Genau. Und dann denken wir, oh, das Enkelchen, die Kinder. Dann wird in 0, nix wird alles zusammengeschmissen und Schlüssel rum und ab. Heim geht's. Genau. Ja, jetzt sind wir noch ein Stückchen weitergegangen. Ich musste hier noch ein kurzes Video auf der Brücke machen. Da ist sie. Das ist eigentlich wunderschön hier. Ne? Ja, und die ist richtig, richtig klar. Da könnte man schon fast reingehen mit den Füßen. Ne? Ja, sie ist leider nicht an allen Stellen so tief. Das wäre noch sowas fürs Kanu oder Kajak. Ja. Aber hier bleibt man oft hängen, denke ich mal. Ne? Ja, also ich wäre sehr, sehr froh, das Kajak käme nächste Woche mal zum Einsatz, bevor diese Plaualgen kommen. Ja, wir können es ja mal in die Nied einsetzen, ne? Ja, dann fahren wir nach Siersbusch nächstes Wochenende. Ja. Ne? Wer hat Lust zu kommen? Da gibt es jetzt ein Bistro, das sind neue Betreiber. Das ist ein ganz, ganz toller Platz, direkt an der Nied, könnt ihr schwimmen. Ja, also das wäre das gut so, essen, so was für ein kleines fahren, Mini-Treffen, ne? Ja. Ein riesen schön, also ein riesen Spaß haben da auch immer die Kinder. Genau. Ne? Ja. Schönes klares Wasser, kann man schwimmen, kann man alles machen. Ja, ne? Aber wir sind ja noch auf der Messe nächste Woche, gell, oder? Nee, die nächste Woche noch. Übernächste Woche, ja, dann haben wir frei. Genau. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Was gibt es Schöneres im Sommer? Als ein Uferstellplatz an der Mosel. Ja, und wir hatten so ein Glück, wir sind jetzt schon fast
5 Tage hier. Ja. Ne? Und es gefällt uns so gut. Wir haben jetzt Montag, wir fahren immer noch nicht nach Hause. Nee, noch keine Lust. Ne? Vielleicht erst morgen. Ne? Ja. Wir waren heute gestern gut essen hier im Ort und das tun wir jetzt gleich wieder. Gehen wir einen leckeren Salat essen. Ne? Genau, und danach noch einen schönen Abend hier gemütlich verbringen. Ja. Ne? Und die Mücken sind wahrscheinlich auch gut gesättigt, denn die ziehen schon seit einer Stunde ihr Lätzchen an. Ja. Und ich wurde schon 2-mal gestochen. Und du, Schatz? Du Armes, ja. Ich einmal. Jetzt hören wir am besten auf, gell? Genau. Gut. Ja, normalerweise hätten wir ja montags nach Hause fahren müssen, aber wir sind dann geblieben. Ja, und das heißt, nach Hause fahren müssen. Wir haben ja Blumen zu versorgen, das ist ja Sommerzeit. Ja, genau. Die Wäsche wollte gewaschen werden und in allererster Linie unser Enkelchen und unsere Kinder. Ja. Ne? Aber wie gesagt, wir haben uns entschlossen, dann noch da zu bleiben und haben mal noch eine Radtour gemacht im Salmtal, unsere erste. Ja. Normal sind wir da immer zu Fuß gegangen, ne? Ja, das war praktisch, das war Premiere. Ja. Und ich muss sagen, auch der Radweg durch Salmtal ist wunderschön. Für den, den es interessiert, kann der Mike verlinken. Wir haben damals eine eigene Wanderung zusammengestellt, gell, Schatz? Ja, muss ich nur suchen, ne? Deshalb habe ich gedacht, oh, jetzt vertreter ja, bestimmt ja. gleich die auf. Ist klar. Weißt doch, wer Ordnung hat, ist nur Zufall zu suchen. Ja, und es war wirklich... Aber die Tour ist dann zu Fuß zu gehen, ne? Weil da ist schlecht, mit dem Fahrrad zu fahren, ja. Ja, nee, also das, was wir da gemacht haben, das war richtig, richtig schön. Ja, dann haben wir da noch übernachtet und am nächsten Morgen sind wir... Dann? Nein, so war es nicht, Schatz. Ja? Wir sind nachmittags gefahren mit dem festen Vorsatz, wir fahren nach Hause. Ja. Haben wir aber nicht getan. Nee, was haben wir gemacht? Und zwar sind wir hängen geblieben noch in Losheim am See. Ja. Haben dort noch eine Übernachtung eingelegt und war noch beim Berger unbezahlte Werbung einkaufen. Das habe ich ihm so verkauft. Ja. Ich habe gesagt, ach, wenn wir in Losheim schlafen, sind wir hier ruckzuck beim Berger. Wir brauchen noch so ein paar Kleinigkeiten. Genau. Ne? Und außerdem haben wir ja unheimlich viel nachzuholen von unserer wohnmobillosen Zeit. Ja. Und ich muss immer wieder, ich gerate ins Schwärmen, ich weiß, aber das Womo ist so geil. Man kann sich fast nicht davon trennen. Ja, gell, Schatz? Wirklich, muss man jetzt sagen. Ja. Also man lebt sich immer mehr ein. Ne? Wir genießen jede Sekunde genau. da drin. Und eigentlich haben wir es auch im Sommer bei uns im Garten sehr, sehr schön, wenn ich da so rausgucke. Aber im Moment sind wir mal wieder womosüchtig, ne? Genau. Ja, und beim Berger haben wir dann nur was Kleines gekauft. Wir haben nicht alles bekommen. Und dann sind wir kurz nach Hause. Nee, da sind wir essen gefahren. Wir waren eigentlich jeden Tag essen in der Woche. da ist auch die Küche nicht dreckig geworden im Wohnmobil, ne? Ja, das ist sein, ja. Klar. Habe ich gute Karten. Ja, hast du gute Karten, ja, ne? Und dann waren wir, was haben wir dann gemacht, Schatz? Ach, dann sind wir zum Enkelchen gefahren mittags. Genau. Ja, und da hast du seinen Rasenmäher noch repariert. Der und nicht lange gehalten hat, ja, ne? Wir haben Opa noch besucht und... Wir haben unsere Familie genossen. Genau. Das muss einfach sein, ne? Morgen, Schätzchen. Guten Morgen. Auch schon wach. Ich habe das ganze Wohnmobil schon geputzt. Jetzt sagt er, guten Morgen, Schätzchen. Er läuft hier am Losheimer Stausee rum, denn... Ja, heute ist Dienstag, ne? Und wir sind immer noch nicht zu Hause. Aber doch in Heimatnähe, ne? Wir sind ganz heimatnah und wir sind auch ganz nah am Berger. Genau, weil es Katrin und der Freddy... Die haben uns hier einen tollen Tipp gegeben für so ein Mittel für einen Grauwassertank von Yachticon. Unbezahlte Werbung. Ja. Und das wollen wir jetzt mal gucken, ob wir das dort kriegen. Ne? Ja, und noch einige Dinge mehr, die uns noch fehlen, wo man so feststellt mit der Zeit. Ne? Genau. Ja, und wenn wir das gemacht haben, was machen wir dann? Ja. Fahren wir nach Hause, oder? Dann müssen wir wohl nach Hause fahren, ne? Dann müssen wir nach Hause und dann geht es vielleicht heute Abend schon wieder los. Das ist gut möglich. Ich hab's mal probiert. Mal sehen, was draus wird. Ne? Ja. Jetzt kommen wir gerade aus dem Laden Berger raus. Unbezahlte Werbung. Ja, und ich wollte eigentlich dieses Reinigungsmittel noch kaufen für den Grautank, aber die haben nochmal dieses Fabrikat halt nicht gehabt, wo wir empfohlen bekommen haben. So und ist das immer. Was hast du gekauft, Schatz? Ja, ich habe mir was gekauft, denn ich habe mir schon lange, wir wollen ja einen Bootsführerschein machen im Winter. Ja. Und da habe ich mir gleich schon mal... Wow. Aber das ist doch eher für unser Engelchen, ne? Das ist für unseren Kleinen, der freut sich, ja. Ja, und ich habe mir einen 20 Liter Wasserkanister gekauft.
Ja, also wir sind doch sehr bescheiden, ne? Ja, genau. Nee, jetzt gehen wir weiter. Wir machen heute mal so eine kleine Tour, ne? Was kleine Shopping-Tour. Alles noch brauchen so. Genau. Und ja, mit den Gläsern sind wir uns noch nicht so sicher. Nee, da gucken wir noch auf der Messe mal. Ne? Gucken wir noch auf der Messe. Also ich finde Silvi. Es muss kein Silvi sein. Muss kein Silvi sein, denn die sind ja auch sehr preschlich, wie ich jetzt gehört habe. Ne? Ja, genau. Und am allerliebsten trinke ich natürlich aus richtigen Gläsern. So ist es, ne? Bei allem anderen habe ich noch ein Problem, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Wobei ich jetzt mich bei Silvi gar nicht auskenne, ob das Glas ist, Plastik oder so. Muss man was, sich mal ein bisschen informieren, ja, aber ich denke, da gibt es auch Glasgläser, weil da sind ja schon bittere Tränen geflossen, wenn man ein Glas zerbrochen ist, ne? Oh Gott, ja. Ja. Okay. Gut. Nach Hause wollen wir nicht. Wir haben wirklich die ganze Zeit noch keine einzige Nacht zu Hause geschlafen. Das machen wir heute Abend auch nicht. Wir hauen ab, aber wir hauen ein bisschen länger ab. So eine knappe Woche wollen wir weg. Ja. Vielleicht bleibst du ja mit mir in Glisserath. Ja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Zu Hause ist nämlich sehr gefährlich. Ja, das muss man noch erwähnen. Und zwar ist unsere Schlafzimmertür... Nein, unser Gästezimmertür unten vom Schrank. Ah, und die Gästezimmertür vom Schrank, die ist abgefallen. Ne? Und fast hätte es meine Frau erschlagen. Mann, da ist noch ein Spiegel dran. Ja, ne? Das ist eine schwer. Ganz, ganz schwere Spiegeltür. Und ich war gerade einen Meter weg und da kracht das hinter mir. Ja. Und habe ich gedacht, also zu Hause lebst du doch schon ganz schön gefährlich, ne? Die deutsche Qualitätarbeit ist nicht mehr so, wie sie mal war, ne? Nee, und der ist relativ neu, der ist noch keine 2 Jahre gerissen, alt, ne? Ja, genau. Genau, ja. Und unterwegs hat der Mike da noch was am Womi verloren. Ja, da habe ich dieses Lüftungsgitter vom Kühlschrank, ist jetzt endgültig weggeflogen, ne? Und ich habe mir jetzt so ein Provisorium schnell im Baumarkt, so ein Alublech mit Löcher gekauft und da dran geklebt. Ja. Ich muss halt nur gucken, wenn es regnet, dass ich dann noch was drüber mache dann, ne? Also hat er die Woche, hat nicht nur der Magen gearbeitet, er hat schon dieses Teil da geflickt am Wummi. Ja, genau. Er hat schon Levi seinen Rasenmäher geflickt. Ja, ich habe schon sehr viel geflickt, ne? Ja. Weil alles immer kaputt geht, ich weiß ja auch nicht, ne? Ist so, ne? Okay. Ja, wie gesagt, dieses Wochenende, wir sind heute Nacht in Glisserath. Ja. Wahrscheinlich auf jeden Fall noch morgen, aber dann mit unbestimmtem Ziel. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund. Vor allen Dingen gesund. Und das Abo nicht vergessen. Und ein Like für Meilen Mike. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und vergesst den Termin für unser Camper-Treffen nicht. Denn das ist schon fast Last-Minute-Anmelden. Anmeldungstermin. Ne? 30.08. Und Anmeldeschluss. Wir haben schon sehr, 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 sehr viele Autos. Und das wird bestimmt ein ganz, ganz geiles Treffen. Genau. Ja. Servus, eure Mileys. Ja. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first, I said...